Das habe ich mir mal überlegt. Stell mal vor, du wachst auf und bist nicht mehr schwul. Oh. Dann muss ich also mit irgendwelchen Frauen immer ins Café gehen und in eine Bar und ins Kino und dann noch lange reden und dann, bis die nur endlich bereit sind und dann. Oh. Nee. Darauf habe ich keinen Bock, ja. Ehrlich gesagt, das ist schwul perfekt. Ich bin noch in die DDR hineingeboren. Einen Staat, der sich verabschiedet hat, bevor ich ihn überhaupt bewusst wahrnehmen konnte. Wie hat man als Schwuler in der DDR leben können? Meine Eltern und Großeltern kann ich das kaum fragen. Das alles, was gesagt wurde im Ausland, dass Homos im Sozialismus, im Totalitarismus verfolgt werden und dass sie schwer haben, war ja überhaupt nicht wahr. In der DDR nicht. Aber es klingt so, als ob das ein Schwulenparadies war, wie du das schilderst. Für mich war es ein Paradies. Man musste sich unauffällig bewegen. Da Schwule keine Treffpunkte hatten früher, weltweit, haben sie sich in der Regel auf öffentlichen Toiletten getroffen, überall. Die Leipziger meistens hier. Naivität ist ja auch eine große Macht und eine große Kraft. Wenn mich irgendwelche Älteren angemacht haben, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Yes, sir.